So, und damit herzlich willkommen zurück bei Ludwig. Mittlerweile in Episode 6, soweit ich weiß. Wir gehen hier direkt ins Spiel rein. Ja. Ich glaube, das letzte Mal wollten wir dann den Hauptauftrag annehmen. Beziehungsweise haben das auf die jetzige Folge verschoben. Und hier sind wir gerade in den Ladebalken. Ah. Hört sich gut an. So, da ist der Hauptauftrag. Schauen wir mal hier kurz zu den Aufträgen rein. Infoterminal haben wir. Genau. Lärsch in der Quest, okay. Hopsla. Aschenkiste, das machen wir jetzt schnell, denn den haben wir das letzte Mal. Hopsla. Geholt. Schärfen kombinieren mit. Beinhaltet nichts, also den hier. So, wieder eine Konversation. Ludwig, gut gemacht. Komm zurück und bei alle Kanister an meiner Außenhülle an. Dann haben wir diesen Zusatzauftrag abgeschlossen. Aber natürlich. Leere Batterie nehmen wir natürlich mit. So, wo auf der Wasserfahne? Kanister, genau. Sagt dein Taschen Nummer 1. Zack. Ich dachte, und eine Kanister haben wir noch. Und zwar der mit der Marserde, den hier. Zack. Schauen wir mal kurz herunter, bevor wir jetzt den nächsten Hauptauftrag annehmen. Von 10 Tagebuchseiten haben wir schon. Ich denke, wir haben hier schon so ziemlich alles irgendwie aufgesetzt. Ah, da drüben liegt zum Beispiel noch eine. Hm. Oder war das? Nein, da liegt wirklich keine. Jetzt haben wir 4 von 10. Also es geht eh dahin, es darf nur ein wenig. So. Finde Häckslerwalze. Ich denke, wir nehmen mal den Hauptauftrag da drüben an. Ja, Hauptauftrag benutzen. Autotronic, wo liegt das Problem? Ludwig. Da wäre noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Ist aber eigentlich gar nicht der Rede wert. Gar nicht so schlimm eigentlich. Eigentlich witzig. Na, wenn es nicht so schlimm ist, dann red nicht lang um die heiße Ölwanne herum.
Meine Sensoren zeigen, dass das Tor, welches aus diesem Portal herausfällt, elektronisch verriegelt ist. Die Energiezufuhr ist gekappt, aber mit Batterien werden wir nichts ausrichten. Oha. Natürlich blöd. Ich habe genug Energie gespeichert, um das Tor zu öffnen. Verbinde meine Energiesystem mit dem Tor. Es wird dir sicher etwas einfallen. Mein schlauer Ludwig. Freilich. Wenn dir einmal die Idee ausgeht, bin ich gleich wieder schlau. Gut, ich werde versuchen, Ludwig Ende. So, das Tor ist. Wo war das jetzt? Ah, ich hab schon. Ah. Eine Idee, wir haben hier gerade vorher das Cover eingesammelt. Zwei Sekunden oder so. Das Tor war ja das. Schauen wir mal darüber. Wo ist die freie Leitung? Die geht da oben. Ach, die hängt ja direkt darunter. Das ist mir sein. Oder. So, jetzt sieht wieder aus. Freie Leitung kombinieren mit Universalsprecher. Licht. Kabelstück. Oder das ist ja. Jetzt haben wir diesen Universalstück gefangen. Zack. Super verbunden. Schaut nicht so schlecht aus. So, verbinde das Tor mit der Freileitung. Ja, natürlich. Wir laufen wieder mal eine Runde. Sieht so witzig aus in der Höhe. Eppa. So. Einfach wieder zusammen. Schaltkreis benutzen. Elektrische Reparatur. Hätte mich ja gewundert. So. Ich denke, wir werden hier mal rot verbinden. Nein. Gehen wir mal kurz raus, bevor wir einen Stromschlag bekommen. Oder was auch immer, ich will es nicht. Ich will es nicht wissen. Ah, ich denke, ich habe schon eine Idee. So. Dann das Blaue da außen irgendwie rum. Das Gelbe, ohne dass sich da irgendwas überkreuzt. Da oben kann ich auch nicht lang gehen mit dem Roten. Ich muss mit dem Roten hier irgendwie. Oder so. Wo kann ich da mit dem Gelben raus? Hier ist blockiert, hier ist blockiert. Ich kann mal so. Genau, jetzt komme ich halt mit dem Roten nicht. Herum. Ah, ich dachte, wir kriegen jetzt einen Stromschlag oder so irgendwas. Reparier. Upsala. Ah. Hey, sieht das Ganze schon mal anders aus. Das wusste ich nicht, dass sich das ändert. Theoretisch war nämlich das vorherige gleich unlösbar aus. Ich war wieder mal zu ein wenig zu doof. So. Hoffentlich kommen wir jetzt raus da. Ja.
wollen wir da nicht weiter. Denn wir brauchen immer einen Brenner. Also da steht, ich kann da nicht mehr zurück, das ist etwas schade. Das hätte man besser aufbauen können. Schauen wir mal, dass wir wenigstens noch diesen Werkzeugbrenner schaffen. Denn der ist in meinen Augen schon wichtig. Jetzt ist nur die Frage, wo waren wir noch nicht und wo könnte der sein? Also wirklich schade, dass man nicht durchgehen kann. Durch diesen Dingern wieder zurückkommen. Finde ich sehr schade, also nicht so open. Dort Musik, das so gute Entwicklung anerkennen kann, dass man zwischen den Spielwelten so hin und her wechseln kann. Wäre für mich schön gewesen, aber. Das heißt, dass der hier irgendwo muss es noch die restlichen Dinge geben, ist nur die Frage wo. Und sonst, na gut, den Werkzeugbrenner, wie gesagt, der wäre wirklich wichtig. Sonst gehen wir einfach weiter. Mal schauen, wir haben jetzt noch gute 10 Minuten in dieser Aufnahme. Oh, da ist ein Stück Kohle. Aber jetzt nur die Frage, wo könnte sein, Häcksler sein? Rein vom logischen her denke ich drüben bei dieser Müllzeugwerk. Schauen wir mal hier. Da gibt es gleich nichts mehr. Unten da vielleicht nicht so. Höchste Walze. Vielleicht sind sie auch doch so. Werkzeugbau. Geht ja, wenn man nur genau schaut, Brenner. Höchste Walze. Und Abgasanlage ist ja klar. Sehr schön. So, gib mal her. Sollten wir schon mal den Brenner an. Das ist eindeutig billiger als Dings zu benutzen. Als Energiezellen zu benutzen. So, was haben wir hier? Es fehlen 3 Tools Magazines und 6 Tagebuchseiten bzw. 2 DVDs. Ich denke, da gehen wir wirklich noch mal eine Runde. Verlucken noch circa. Schauen mal natürlich darunter. Nochmal. Hier
liegt vielleicht irgendetwas oder auch nicht. Schwimmt da ein Fisch drüben? Jo, wirklich wahr. Da liegt zum Beispiel noch eine Tagebuchseite. Zack. 5 von 10, also die Hälfte. Festplatten, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da schon noch schon mal eine gesehen. Aber wie wir sind jetzt, also mir kommt zumindest vor, wir haben da, hatten da schon mal irgendwo eine. CDs finden uns auch nur mehr zwei. Also schauen wir einfach nochmal alles durch. Eine kleine Wandertour. Schlecht das hier. Hier versteckt, kann ich irgendwo durch? Nein. Mal schauen, ob wir nochmal dorthin finden, wo wir gestartet sind. Vielleicht liegt dort nämlich auch noch irgendwo irgendwas. Also ist da zum Beispiel liegt eine Tagebuchseite, war das gerade, ja. Hier sind wir gelandet, genau. Dann schauen wir mal herum. Okay, da stehen mehr an. Hintergrund bilden dann die Musik dahin. Epa. Also auf dieses Tools Magazine Achievement hier könnte ich noch verzichten, aber das ist kein Ding, hätte ich schon gerne. Hey, da ist eine Kiste. Volle Batterie, wunderbar. Das benötigt natürlich eine Reparatur. Voilà. Voll abgerutscht. So und runter. Dann rauf und rüber. Und irgendwie leckt gerade die Maus ein wenig. Upsala. So. Das ist ein Tools-Magazin. Und eine CD-ROM. Und eine Festplatte. Da liegt doch eine Karte, die ich sicherlich zu den Kopf sofort. Also, wie viele Tools-Magazins? Zwei Tools-Magazine, eine Festplatte. Da läuft die Dach irgendwas herum. Das ist ein zweiter Punkt. Na gut, hier geht's dann gleich weiter in der nächsten Episode.